Da greifen mich ja, ich komme aus der Ein Schwarzfahrer flippt aus. Wegen 40 Euro Strafe brennen ihm die Sicherungen durch. Ja, was ist denn hier los? Dann hätten wir ja nicht mehr fest hier, oder was? Ja, greif mich nochmal an. Komm, gib mir eine. Ja! Mein Gott. Nach 5 Minuten hilft nur noch Gewalt. Die Polizei ist schon alarmiert. Da ging jetzt nicht anders. Wir haben vorher minutenlang versucht. Den Gut, der hat uns zweimal angegriffen, dreimal angegriffen. So, und sie sind täglich 8 Stunden im Untergrund unterwegs. Beppo, Toni, Alex und Murat kontrollieren Fahrscheine in Essen. Sie sind immer zu viert auf Streife, denn meistens gibt es Ärger und häufig sitzen mehrere Schwarzfahrer in einer Bahn. Ja, der Herr hat jetzt keinen Fahrausweis. Gar keinen Fahrausweis dabei. Das nehmen wir jetzt einmal auf und dann sind erstmal. Wann wird das denn gesendet? Haben Sie das riskiert oder wie? Na, einfach kein Ticket. Kein Geld im Monat. Wie bitte? Ich habe kein Geld im Monat. Ja. Wie soll ich dann da Ticket kaufen? Nicht zum ersten Mal wird der Arbeitslose erwischt. Das heißt auch nicht zum ersten Mal schon mal erwischt worden? Ja, sicher. Sie riskieren das einfach, oder? Ich habe einfach kein Geld, ey. Gehen Sie mir bitte nicht auf den Sack. Ja. Toni und Murat prüfen weiter vorn einen Fahrschein. Ein Stempel zu viel, jetzt könnten sie kassieren. Also nicht, dass ich wüsste, aber ich habe mich vertan. Ich bin reingestiegen, habe mich reingehalten und habe ich dann gesehen, dass das nicht richtig war. Und habe ich dann nochmal gestempelt hier. Der Mann hatte, das ist ein Viererticket gewesen. Er dürfte normalerweise nur 4-mal stempeln, aber hat sich vertan gehabt und hat 2-mal gestempelt, nicht absichtlich. Und man sieht auch das Datum, man kann das Datum auch erkennen. Und die Uhrzeit, er 2-mal, aber nicht extra gewesen. Nächster Einsatz, raus aus der Bahn. Dieser Schwarzfahrer behauptet, er sei gerade überfallen worden. Angeblich wurde er gerade zusammengeschlagen und man hätte ihn in der Portemonnaie geklaut und wollte eigentlich zur Polizei eine Anzeige machen wegen unbekannt. So, dann kam der eine schon, hat mir einen Klatsch gegeben, dann habe ich ihn weggeschubbt, dann kam der eine von hinten, hat mich gepackt, der eine hat einmal in meinen Bauch geschlagen und der andere genau hier hin, hier so, aber eben mit der flachen Hand. So, dann mein Portemonnaie haben die mitgenommen und dann sind die weggerannt. Wahrheit oder Lügengeschichte? Die Kontrolleure sind hin und her gerissen. Man läuft alles darauf hinaus, dass er wohl 40 Euro Strafe zahlen muss. Wird die Mücke zum Elefanten gemacht, sage ich mal ganz einfach, in so speziellen Fällen manchmal. Gut, der Kollege glaubt ihm das jetzt. Ich bin da etwas anderer Meinung. Auch dieser Fahrgast soll zahlen, doch er behauptet, der Automat war kaputt. Du siehst das jetzt blöd ärgerlich. Nein, es ist nicht Ärger. Ich kann nicht Ärger. Ich weiß, es ist Arbeit, weißt du. Aber normalerweise, you know, es muss Kraft zu sein. Ich nehme das einmal auf und der Bemerkung trage ich dann immer ein, dass der Automat an der gewissen Haltestelle defekt ist. Das wird dann eben halt überprüft über unsere Leitstelle. Und diesbezüglich muss er sich dann eben halt morgen mit denen in Verbindung setzen. Bis jetzt ist noch keine Strafe. Nein. Stress machen wir nicht. Nein. Welche Haltung? Ja, warte mal. Gott weiß, 100%. Ja, automatisch kaputt. Bis Weihnachten herrscht Urlaubssperre für die Kontrolleure. Jeder Tag wird jetzt stressig. Leider Gottes hast du immer wieder welche darunter, die eben mal kostenlos fahren zu müssen, zu dürfen oder wie auch immer. Und vielleicht ja, sich das Geld für Ticket vielleicht zu sparen für das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Keine Ahnung, was bei den Leuten im Kopf vorgeht. Der 20. Zug in dieser Schicht, der 15. Schwarzfahrer. Ja, aber Sie sind allen erst im Bahnhof eingestiegen. Sie müssen sofort stempeln. Ja, habe ich schon gemacht. Nee, haben Sie nicht gemacht. Ja, das ist so schön. Nee, Kaiser Wilhelm Park sind Sie eingestiegen, allen erst im Bahnhof haben Sie gestempelt. Ey, Junge, gibt es schon mal gar nicht. Ne? Ich sage ja auch nicht, ey, Alte. Ne? Sie standen hier, Sie hätten stempeln müssen. Ja, eine Haltestelle zu spät. Ja. Ja, weil Sie genau wissen, dass da Kurzstrecke war, dass Sie nur 3 Haltestellen damit fahren dürfen und den letzten Bahnhof dürfen Sie. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt sind Sie dran. Ja, wollen Sie mir wirklich 40 Euro aufmucken dafür? Ganz ehrlich? So wie Sie jetzt rübergekommen sind, ja. Die Dame ist Kaiser Wilhelm Park eingestiegen und hat den letzten Bahnhof leider erst gestempelt. Weil sie genau wusste, von da aus darfst du damit fahren bis zum Berliner Platz. Aber so geht das leider nicht. Ja. Ey, das ist der Hammer. Lange Diskussion, doch 40 Euro sind fällig, zu spät gestempelt. Ja, sie hätte mit dem Ticket überhaupt nicht fahren können bis Berliner. Aber sie hätte auch nicht gestempelt.
nie mehr wieder die Bahn. Hör mal, ich hol mir ein Fahrrad, ohne Scheiß. Ich drohe überhaupt nicht. Ich dachte doch nur, das ist Unverschämtheit. Das ist keine Unverschämtheit. Was Sie machen, ist eine Unverschämtheit. Eine Stunde später, Tumult im U-Bahn-Zugang. Ein Schwarzfahrer will flüchten. Begreifen, Micha, ich komme aus der Bahn raus. Ja, ist okay. Bleib hier. Nein. Bleib hier. Nein. Haben wir nicht. Was ist denn los? Die haben mich angegriffen gerade, weil ich aus dem Zug rauskam. Und die sagten zur Fahrkarte, Fahrkarte muss man den Zug zeigen. Warte ab. 1-1. Leitstelle, los. Ja, mach mal. Ja, was ist denn hier los? Dann denkt man ja, mit dem Fest hier oder was? Ja, graf mich nur mal an. Komm, gib mir einen. Ja. Nein, gut. Ja. Hier bräuchte man ganz schnell ganz die Polizei zum Einwissen bauen. Ich habe keine Probleme. Dann können die drei Kontrolleure den Schwarzfahrer kaum noch halten. Es gibt nur noch ein Mittel. Letztes Ende. Nee. Wie war das? Habt ihr sowas auf? Also so extrem bisher noch nicht. Da ging jetzt nicht anders. Wir haben halt vorher minutenlang versucht. Den Gut, der hat uns zweimal angegriffen, dreimal angegriffen. Wir haben angegriffen, ich schwöre auf Kumar. Der Schwarzfahrer sollte sich ausweisen, da hatte er es plötzlich sehr eilig. Ist raus. Wir haben ihn direkt an die Tür gefragt, eine Fahrkarte. Stimmt nicht. Hätte er angeblich weggeschmissen im Zug, die Kollegen haben direkt nachgeguckt. Da lag nicht. Stimmt nicht. Was denn? Was stimmt denn? Ich war da auf dem Zug gewartet und der Tag, die beiden kamen und haben mich einfach angesprochen, Fahrkarte. Aber warum haben Sie so ein Theater da? Ich mach doch nicht Theater, ich habe keine Fahrkarte, ich bin doch nicht im Zug. Und die haben mich angerufen. Nach 15 Minuten kommt die Polizei dazu. Für die Kontrolleure endet ein ungewöhnlicher Einsatz. Das war natürlich schon ein Extremfall. Ein bisschen schwierig, ein bisschen anstrengend. Ja, wir haben die Kollegen das überprüfen lassen. Aber in der Bahn lag kein Ticket. Da wollte man ganz normal nach dem Ausweis fragen. Und da fing er da an, schon zu schuppen, zu beleidigen. Kommt er mit seiner Mafia und sowas alles. Und wir sind bald tot und sowas alles. So fing er schon an. Also wir haben ganz normal, nicht was der erzählt, wir hätten da drauf gehauen, sowas machen wir gar nicht. Kontrolleure im Dauereinsatz. Bis Neujahr wird der Stress in den U-Bahnen des Ruhrgebietes weitergehen. Dann wird's wieder ruhiger.